Schönen guten Morgen, schön hier zu sein. Mein Name ist Diego Karpeles. Ich werde Sie über unsere Produktserie Taktik informieren. Das ist ein richtig revolutionärer Ansatz zum Thema Produkt-DNA. Ja, mein Name wird Ihnen Spanisch vorgekommen sein, ist es auch. Ich bin in Argentinien geboren, ich habe meine ersten 18 Jahre in Argentinien verbracht. Bevor wir loslegen, ein paar Worte zur Gabriel Chemie Gruppe, wer wir sind, was wir so machen. Die Gabriel Chemie wurde 1950 gegründet, produziert Masterbatch seit 1970. Wir sind ein privates, unabhängiges Unternehmen, das in zweiter bzw. dritter Generation Inhaber geführt ist. Was wir produzieren, außer dieser Taktik Masterbatch Serie, produzieren wir Farbmasterbatche, Effektmasterbatche, Additivmasterbatch, Kombinationen. Wir produzieren NIR, detektierbare Masterbatche, Recycling Gates, eine Unmenge davon, Schwarz und Weiß Masterbatch, und wir bieten auch Services an. Wir produzieren in 9 Standorten europaweit, in Gumpolskirchen, wo unsere Firmenzentrale und auch unsere größte Fabrik ist. Dann sind wir auch in England, Spanien, Italien, Deutschland, Ungarn, Polen, Tschechien und Russland. Unsere Fokusmärkte, Lebensmittelverpackungen, flüssige bzw. Feste Lebensmittel, Kosmetikverpackung, Verbraucherprodukte, die medizinische Industrie, das heißt medizinische Artikel bzw. deren Verpackungen, Produkte für Landwirtschaft und Bau und industrielle Verpackung. Zertifiziert sind wir, ja, nur nach ISO 9001 und 14000, aber auch nach der 13485, das ist das Qualitätsmanagementsystem für die medizinische Industrie. ISO 22000 ist die ISO für Lebensmittel. Eine neue Zertifizierung, das ist die ISCC Plus, International Sustainability and Carbon Certification. Wir sind vegan zertifiziert, das heißt, Sie können von uns auch vegane Masterbatche bekommen, und wir produzieren auch halal compliant. Gut, jetzt gehen wir an. Wir stellen uns die Frage, was würde Kunststoff sagen, wenn er mit uns sprechen könnte? Also was würde uns ein Kunststoff alles verraten? Ja? Könnte ein Kunststoff sprechen? Würde uns eine Flasche zum Beispiel sagen, ich bin gelb, die andere Flasche würde uns informieren, ich bin Lebensmittelkontakt geeignet, die dritte würde sagen, ich bin recycelt. Die vierte würde uns auch sagen, ich bin recycelt, aber ich wurde nur mit 50% Recyclingmaterial hergestellt. Und eine weitere Flasche könnte uns sogar sagen, meine Seriennummer ist 123546 oder was immer. Taktik, das Wort Taktik ist eine Kombination, die besteht aus Tagant und Technologie. Ein Tagant ist ein chemischer Marker, der für verschiedene Tests verwendet wird. Und mit dieser Taktik-Produktserie kann man eine Unmenge an guten Sachen machen. Man kann die Produktabläufe automatisieren, dokumentieren und optimieren. Man kann einen Plagiatschutz betreiben, eine Dossierkontrolle machen, eine Prozesskontrolle durchführen, das Material kontrollieren und auch identifizieren. Und bevor ich dann in die Details gehe, eine ganz kurze Erklärung, wie das funktioniert in einem halben Satz. Ich gebe eine unsichtbare Partikel in die Kunststoffmatrix rein, die ich nur mit einem besonderen Sensor, zum Beispiel so, ablesen kann. Das war die kleine Erklärung, jetzt kommt die große. Mit Taktik kann ich eine Dossierkontrolle durchführen. Was heißt das? Eine der großen Prämissen in der Industrie ist es, kostensparend bzw. ressourcenschonend zu produzieren. Wenn ich nicht weiß, ganz genau, wie viel ich dosiere von einem Masterbatch, dosiere ich vielleicht, weiß ich nicht, 2,4% statt 2%, das sind 20% zu viel, da werden einige Parameter nicht passen. Mit Taktik kann ich ganz genau Prozentbereich kontrollieren, was ich da dosiere. Ich kann eine Unmenge an Sachen machen, wir haben gesagt, additive Farben, Dosierkontrolle. Habe ich zu wenig Additive dosiert, werde ich eine Reklamation bekommen. Habe ich zu wenig Farbe oder zu viel Farbe dosiert, wird die Farbe nicht passen. Statistische Messungen. Man kann Maschinen, zwei oder mehrere Maschinen miteinander verbinden, die auch miteinander kommunizieren. Und die eine Maschine erklärt der anderen, ich produziere mit diesen Parametern,
Temperatur, Druck, Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Und die Maschinen richten sich nach der am besten produzierenden Maschine. Dispersionskontrolle, stellen Sie sich vor, Sie haben drei oder mehrere solche Sensoren bei der Produktionslinie, Mitte, links und rechts. Dann kann ich auch schauen, wie ist die Dispergierung von Material. Habe ich überall die gleiche Menge an Material oder nicht? Dickenmessung. Wenn ich bestimmen kann, wie viele Partikel drinnen habe in einem Material oder drinnen haben soll, kann ich auch die Dicke bestimmen. Das Gleiche kann ich machen mit der Dehnung, mit dem Stretching. Es gibt sehr viele Produkte im Folienbereich, Filamente, Fasern und so weiter, die bis, weiß ich nicht, 200, 300, 500% gestreckt werden. Somit kann ich da bestimmen aus der Anzahl von Partikeln, ob ich dieses Stretching richtig gemacht habe. Eine Materialkontrolle, Sortieranlagen für das Recycling. Ich kann dem Material Attribute geben, wo ich dann rauserkennen kann, ob die Flasche transparent ist, ob sie grün ist, ob sie blau ist oder was immer. Und ja, das Grundprinzip, was ich schon vorher gesagt habe, aber jetzt ein bisschen mehr im Detail. Wir geben in die Polymermatrix einen Fingerabdruck, eine bestimmte Anzahl an Partikeln. Dieser Fingerabdruck, das sind diese Tagant-Partikel, die dann von einem Sensor mit einem bestimmten Licht angeregt werden und somit abgelesen werden. Wie das funktioniert, das sind zwei Schritte. Als erstes muss ich das Produkt entschlüsseln, als erstes muss ich das Produkt verschlüsseln, als zweites entschlüsseln. Entschlüsseln kann ich durch zwei Methoden, die ich Ihnen gleich zeige. Die eine Methode heißt STAR, die andere heißt TAU. Wie mache ich das? Bei der Kunststoffartikelproduktion gibt man ein Additivmasterbatch, das kann auch andere Additive, Farben und so weiter enthalten oder rein das, die Masterbatch, also die Tagants, gebe ich das ins Produkt rein und das wird dann durch einen Sensor gelesen. Durch die einfachere Tau-Methode kann ich zum Beispiel einen Plagiatschutz betreiben. Also ich kann da rausfinden, ist das Produkt überhaupt meines? Ist die Reklamation gerechtfertigt oder ist sie nicht? Beziehungsweise verkauft mein Kunde mit meinem Namen richtig meine Produkte oder sind sie von woanders? Ich kann auch bestimmen, wie viele Partikel ich da drinnen habe. Somit kann ich wissen, habe ich das richtig produziert oder nicht? Und durch die ein bisschen komplexere Methode, das ist diese STAR-Methode, das funktioniert wie ein Sternenhimmel. Ich kann die Anordnung der Partikel ablesen und somit eine richtige DNA vom Produkt erstellen. Somit kann ich Seriennummern von Massenartikeln festlegen. Durch die Tau-Detektionsmethode, wie gesagt, bekommt jeder Artikel Attribute. So sagt uns zum Beispiel eine Tube, ja, ich bestehe aus gelbem PE. Das eine Material sagt, ich bin PET und bin transparent. Das dritte sagt, ich bin Polystyrol und bin braun. Durch die STAR-Methode, wir werden uns gleich ein Video anschauen, das das verdeutlicht, kann ich, wie gesagt, die Partikelanordnung ablesen. Und das ist eine einzigartige Konstellation, die mir eine offene Tür für sehr viele Methoden offen gibt. Dadurch kann ich nicht nur Seriennummern erkennen, ich kann auch wissen, in welche Maschine, an welchem Datum, für welchen Kunden, mit welchem Material, wie war die Rechnungsnummer von meinem Rohstofflieferanten, für welchen Kunden und welches Land ist das Material bestimmt. All diese Attribute kann ich jedem einzelnen Produkt geben. Wie das funktioniert, ich bestimme bei dieser STAR-Erkennung, bei der, wo ich einen Fingerabdruck, eine DNA habe, bestimme ich einen Referenzpunkt und bei der Produktion, bei dem Referenzpunkt werde ich diesen Fingerabdruck festlegen. Das könnte sein zum Beispiel, da ist das Beispiel von einem Flaschenverschluss neben dem Code mit dem Produzenten oder beim Anspritzpunkt oder beim kleinen Dreieck mit den Recycling-Anweisungen kann ich den Referenzpunkt festlegen. Sorry. Ich lege den Referenzpunkt fest, den ich dann mit jedem Gerät, die Geräte sind so klein, das ist nichts anderes als ein Handy mit einer App,
und mit einem Aufsatz. Mit dem kann ich von überall auf der Welt, wo ich einen Internetanschluss habe, kann ich die ganze Information vom Produkt, die ganze Produkthistorie ablesen. So, die Detektoren, der eine Detektor, den ich Ihnen schon gezeigt habe, das sind die Inline-Detektoren. Das ist, schade, dass das Licht hier nicht so hilft, das ist eine Extrusionsanlage mit einigen Detektoren. Es ist ein paar Meter breit und das hat 3-4 Detektoren, die inline schon die Produktattribute bestimmen. Oder die mobilen, portablen Detektoren, die innerhalb von Mikrosekunden das Produkt erkennen. Jetzt kommen wir auf zwei Videos, wo das Ganze ein bisschen verdeutlicher wird. Das erste Video zeigt uns eine Simulation von einer Sortieranlage für Recycling, wo wir 3 Produkte getestet haben. Ein Produkt mit dem Tau-System 1, das zweite Produkt mit dem Tau-System 2 und das dritte Produkt ohne. Das heißt, die Maschine wird erkennen, wenn es ein bestimmtes Produkt ist, und das könnte sein PET gegen HDPE zum Beispiel, oder es könnte sein Blau gegen Grün. Dann wird das Produkt auf eine Seite sortiert, das zweite Produkt wird auf die andere Seite sortiert und das, was nicht bekannt ist, das wird überhaupt nicht sortiert. Das sind die Sortierungen. Das eine war ein Produkt, das unbekannt ist. Das eine wird nach rechts, das andere nach links sortiert. Gut. Jetzt kommt gleich das nächste Video. Da geht es um Spritzgussprodukte, um die STAR-Detektionsmethode. Das ist die jedes einzelne Stück identifiziert als einzigartiges Produkt mit Seriennummer. Da geht es um Blutröhrchen für die medizinische Industrie. Das Produkt wird gespritzt, kommt aus der Spritzgussmaschine, wird mit einem Foto festgelegt, sodass wir die Attribute von dem Produkt festlegen, Seriennummer, Rohstoff, Einsatz und so weiter und so weiter. Und dann wird es abgelesen. Und wenn wir uns das Video anschauen, dann sage ich, wir haben da auf der Seite einen kleinen Stand mit diesen Detektoren und mit einigen Produktbeispielen. Da können wir uns das danach bei der nächsten Kaffeepause das gemeinsam anschauen. Gut, so kann ich mit dem Einsatz dieser Technologie, bevor ich ein Produkt in den Verkehr bringe, kann ich mir sicherstellen, dass das Produkt keine Probleme, keine unmittelbare bzw. mittelbare Probleme bringen wird, bzw. ich kann jede Information ablesen, um weltweit diese Produkt-Traceability zu erlangen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeit für Fragen haben. Ja, okay, weil nicht nur jetzt, sondern bei der nächsten Pause, wie gesagt, alle herzlich eingeladen zu unserem kleinen Stand, dass wir euch eine Produktdemo machen. Dankeschön. Danke, Herr Kapeles. War ein sehr, sehr toller Vortrag.
Sehr innovativ und spannend, ja, ein tolles Thema, passt auch wirklich gut in die Zeit. Gibt es Fragen? Ja, wir hatten gestern die Diskussion auch im Minilab, immer Problematik beim Recycling, Kunststoffkombinationen, gerade bei Folien, viele verschiedene Kunststoffe werden kombiniert, Füllstoffe aller Art. Wäre das nicht eine Möglichkeit auch, um den Kunststoff zu kennzeichnen, dass man einfach weiß, was alles drinnen ist, um dann einen Vorteil beim Recycling zu haben? Natürlich, natürlich. Mit diesem Material, ja, es ist nicht nur ein Material, was wir da haben, sondern eine ganze Menge, beziehungsweise die Kombinationen. Das heißt, die Kombinationsmöglichkeiten, um die Materialeinzigartigkeit zu erkennen, die ist riesig. Ich kann damit bestimmen, wenn ich bestimmte Partikel reingebe, kann ich dann rauslesen, ob ich 100% Recycling verwendet habe, nur 50%, 75% oder was immer. Oder ob zum Beispiel das überhaupt nicht eingesetzt wurde. Ob es nur als Recycling verkauft wird, obwohl es keins ist. Mit dem Produkt kann ich, wie gesagt, es ist eine DNA-Spur, die ich da hinterlasse. Das geht nicht nur für das Virgin-Polymer, sondern auch für Recycling-Material. Ich habe noch eine Frage aus dem Auditorium. Genau. Welche Sensortechnologie wird da verwendet? Ist das Nahinfrarot? Das wäre mal die erste Frage. Und ganz kurz, wenn ich noch eine nachschießen darf. Sie haben das Beispiel von einem Flaschendeckel gebracht, der eine Unique-ID enthält. Jetzt wird ja in der Spritzgussmaschine nicht ein einziger Flaschendeckel produziert, sondern, weiß nicht, 96 am Stück. Hilft da der Zufall oder wie schaffen Sie dann eine Unique-ID pro Deckel? Also Antwort Nummer eins, welche Ablesetechnologie das ist, das sind einzelne Lichtbereiche bzw. auch Kombinationen. NIR plus UV, nur UV, LED, was immer. Das ist das eine. Das andere ist, wenn das Produkt aus der Maschine rauskommt, wird es fotografiert und das wird gespeichert. Und durch die Fotografie habe ich den Fingerabdruck. Und so bestimme ich entweder gleich oder bei einer Reklamation oder weiß ich nicht, beim Einsatz in einer Tochtergesellschaft kann ich dann die Attribute von diesem Produkt bestimmen. Das heißt, auch wenn Sie, weiß ich nicht, 100 Millionen Flaschenkappen machen, können Sie von jedem Einzelnen eine Seriennummer haben. Sehr toll. Ja. Eine Frage aus dem Internet. Ja, und zwar von unseren Online-Teilnehmern Neo und den Herrn Günther Daimling. Und zwar, woraus bestehen die Partikel im Kunststoff? Sind da Nanopartikel oder Graphitoxide drinnen? Das war die Frage vom Herrn Neo. Und funktioniert das Prinzip auch für hochgefüllte Polymere, also GF-gefüllte und Flammschutz? Okay. Frage Nummer eins, werden wir überspringen? Frage Nummer zwei, ja, es funktioniert. Was man hier braucht, um eine Detektierbarkeit zu haben, sind ganz, ganz, ganz wenige Partikel. Wir reden von einer Handvoll ppm, die wir da haben. Das heißt, auch wenn das Produkt mit anderen Partikeln oder auch Farben hochgefüllt sind, schwarz reflektiert weniger als weiß zum Beispiel. Oder reflektiert mehr als schwarz, ja. Auch wenn wir trotz solchen Partikeln, kann man trotzdem eine sehr gute Ablesbarkeit erzielen.